Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor Sie steht der neue Kleinwagen HWZZ00. HWZZ, Handwagen zum Ziehen. An das 00 können Sie erkennen, dass der jedes Bedürfnis befriedigt. Also der ist ausgesprochen umweltfreundlich, absolut wartungsfrei. Der braucht keine Unterwäsche, die können Sie alleine tragen. Da brauchen Sie keine Kerzen zu wechseln, die können Sie zum Geburtstag aufheben. Und rochen tut der Unani. Dazu ist der nur wirklich zu klein. Und was das Schönste ist, für den brauchen Sie kein Wassergrundstück zum Tausch. Morgens holen Sie den aus der Hundehütte. Morgens holen Sie den aus der Hundehütte, lassen Pfiff ihn wieder rin und ziehen wie Gewitter an die gesamten Autoschlangen im Berufsverkehr vorbei. Nee, der ist also die Karre, mit der lasse ich so ja Hugo und meinen Eulen fahren. Die hat der auch im Griff, selbst wenn er mal ein paar Mäulen gezischt hat. Aber ich behalte auch die Chauffeur weiter im Griff, deshalb fahre ich fort. Herr Ober! Sag mal, wie hieß die Kneipe hier gleich? Das ist keine Kneipe, meine Herren, das ist das Haus der Heiteren Muse. Gasthaus zur Heiteren Muse? Nein. Vielleicht hätten Sie da mal die Muse, uns ein bisschen zu bedienen hier. Hier wird Musik gemacht. Ach so. Was machen wir denn denn nun mal, Erich? Gehen wir wieder oder zahlen wir die 10% Musik aufs Lohre? Nein, das ist hier eine geschlossene Veranstaltung, meine Herren. Das verstehen wir schon. Das ist genau wie bei den paar Ausflugslokalen, die wir noch haben. Entweder sie sind geschlossen oder sie haben eine geschlossene Veranstaltung. Also hier muss der verantwortliche Redakteur her, das ist ja. Der verantwortliche Redakteur? Was ich die Getränkeschlepper jetzt schon für raffinierte Titel zu lesen. Guck mal, Christoph, der sieht aus wie der Wirt selber. Der Wirt? Nee, das ist der Koch. Der macht immer hier Frühstück und Gänsebraten. Ja, pass mal auf, ihr zwei, dass ich euch nicht gleich zerruppelt in eine Pfanne haue. Mann, hier läuft eine Fernsehsendung. Jetzt haut mich gar nicht mehr um. Was die in solchen Sendungen schon alles in die Pfanne gehauen haben. Dann wundern Sie sich, wenn immer alles eine so ist wird. Bitte, ja, das wollen wir noch mal gleich ins rechte Licht rücken. Ja, das brauchen wir gar nicht. Das sehen wir doch, was Sie mit Ihren vielen Scheinwerfern hier für eine Menge Licht verbrauchen. Ja. Und unser eins macht, wenn er im Bett mal ein Buch liest, beim Umblättern der Nacht die Schlampe aus. Aber bloß im Energietisch waren. Aber ihr zwei scheint das immer noch nicht begriffen zu haben. Euch schauen jetzt Millionen Menschen zu. Das ist wieder typisch für unsere Gastronomie. Zwei werden bedient und Millionen müssen zugucken. Herr Ober. Herr Oberchen, ist denn hier kein Ober in dem Laden? Wie lange soll ich denn hier noch herumsitzen? Ich muss ja sehen, dass ich weiterkomme, nicht? Ich muss auch schon ein bisschen kommen. Ich bin ja hier. Das ist deine richtige Dorf. Na. Du bist sowas von frisch angelatscht. Ich bin ja da, nicht? So ein aufgerechtes Hemd. Moment. Sind Sie da oben hier? Hast du gedacht, wie Straßenbahn schaffen oder was? Was ist denn nur mit der Fresserei? Ja. So was Unfreundliches. Sie sehen ja gar nicht aus wie ein Ober. Ich sehe ja aus wie ein Ober? Nein. Ja. Ich hatte keine Zeit, mich voll zu kleckern. Ja. Wenn ich sage, spiele Ober, spiele ich Ober. Ich sitze hier rum. Sind Sie denn bloß allein hier? Wir waren ja zwei. Ach, wo ist der andere? Anderen haben wir ausgefeiert. Warum denn? Na, der hatte Schüttelfrost, der hat die ganze Brühe verschmeppert. Durch den Schüttelfrost hat er alles drüber weggefeuert. Ja. Wenn der Nudeln gebracht hat, der hat die Leute angeputzt wie Weihnachtsbogen. Ja. Eben hat er Spinat gebracht. Klack, 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 klack.
Hast du gedacht, reiz Kies in den Galopp durch? Das ist die Schindelfrust. Ja, ja, das ist ja gut. Kann denn der Mann jetzt gar nichts mehr machen? Jetzt ist er auf dem Bau, jetzt muss er Sand ziehen. Ne? Ja. Was ist denn du? Ja, ja. Interessiert keinen Menschen, ich will bitte? Was essen, nicht? Bitte! Nehmen wir Nudeln oder nehmen wir Hering oder dann haben wir hier Herz, Nierchen, nee, Gulasch. Nein, nein, Herz nicht gerade. Herz, Sie sauer sind sauer, sehr schön. Das Herz ist ja so ein wabbeliges Zeug. Dann machen wir eine Mehlspitze dran, aber die Mehlspitze. Wir machen immer eine Mehlspitze. Ich mag Herz nicht essen. Das Herz ist eine Pumpe, die den ganzen Tag das Blut durch den Körper pumpt, bei dem Gedanken. Das Herz pumpt? Ja, die Funktion einer Pumpe, nicht? Hier geht drin? Ja, das pumpt, nicht? Das heißt gar nicht mehr Herz, man sagt jetzt Pumpe. Da werden auch die Schlagersänger gucken, wenn sie singen müssen, dein ist meine ganze Pumpe. Das hätte nicht mehr ausgehen. Wenn das Herz heißt das Herz. Da kann ich nicht singen. Ich habe meine Pumpe in Heidelberg verloren. Das kann er nicht. Wenn das Herz ist, ist das Herz. Singt ja kein Mensch, ne? Der macht mich freuen. Na bitte. Hörst du das? Nehmen wir was anderes, ne? Wo ist schon das Herz? Nehmen wir was anderes. Wir haben noch mehr. Gut, Moment. Nehmen wir. Hier. Verlorene Eier. Bitte? Die werden so klein sein, dass man sie suchen muss. Ja. Jeder Gaststätte isst man ja keine Eier. Bitte? Nehmen wir was anderes. Ne? Hier zum Beispiel, der Küchenmeister empfiehlt. Das nehmen wir. Lied ohne Worte. Lied ohne Worte? Ja, was ist denn das? Das werden Erbsen sein. Herr Kammersänger, 3 Bier. Aber nur, weil wir heute den 50. feiern. Was, das Fernsehen hat schon 50. Jahrestag? Ja. Nein, so weit sind wir natürlich noch nicht. Naja, ich will mal sagen, wenn man die ganzen dramatischen Rundfunksendungen mitrechnet, die sie über den Bildschirm jagen, da hätte es schon sein können. Ja. Also jedenfalls ist das auch ein Grund, noch eine Flasche Wodka mit zu zwitschern, hä? Weißt du, damit mir das Bier nicht so trocken runterwerfen müssen, hä? Sag mal, Wodka auch noch? Ihr liebt wohl die scharfen Sachen aus Adlershof, hä? Was, nur. Wenn ich hier was zu sagen hätte, du, ich würde den Wodka senden und ein paar Unterhaltungsprogramme Flaschen ziehen. Sag mal, Günther, hättest du mich mit deinem Problem nicht besser ans Verkehrsmagazin wenden sollen? Selber Verkehrssender bin ich nur auch wieder nicht. Nee, der Gustav wäre eher was fürs Verkehrsmuseum. Der bläst sich hier auf, du. Und dabei ließen seine Erfolge bei Frauen so weit zurück, du. Die kannst nicht mal mehr ein Rumpelkammer zeichnen. Aber bloß, weil sie sie damals nicht aufgezeichnet haben. Ja. Naja, pass auf, Gustav, brauchst du ja gar nicht aufzuregen. Es ist ja statistisch erwiesen, die schlechtesten Liebhaber, da sind hier die Beatmusiker. Was denn? Die Beatmusiker? Wieso? Ja, weil sie doch im Schlafzimmer keinen Verstärker haben. Na, guck mal, du, mein Bier ist verdunstet. Mensch, mein Söde. Sag mal, das muss Radeberger Export gewesen sein. Das geht ja manchmal seltene Wege. Vielleicht kriegen wir hier in der Kantine noch was. Da war ich schon, da gibt's halt bloß Erbsensuppe. Ja, aber da liegt Musik drin. Ja. Herr Quermann, geht's jetzt weiter? Nee, ja, wir sind am Ende. Sagen Sie mal, kennen Sie uns nicht noch hier so eine kleine Runde? Ja. Nix. Sie können zu Hause weiter trinken, meine Herren. Ja, halt's da, hat er auch recht. Kommt. Ja, willkommen. Im Fernsehen ist heute sowieso nicht schlau.